Hallo, mein Name ist Tina und ich quatsch heute ein bisschen mit der Claudi. Tina Bauer, meine Damen und Herren. Was ein sympathischer, einfacher Satz, Tina, gell? Ja, gell? Aber es ist doch so, wir quatschen jetzt zusammen einfach ein bisschen. Genau. Und bevor wir quatschen, müssen wir erstmal sagen, warum du in meiner Sendung bist, weil du bist aktiv in der Fastnet in Stuttgart unterwegs. Richtig, ja. Als Sängerin und wie das aussieht, wenn sie auf der Bühne steht, das sehen Sie jetzt. Du bist aktiv bei der Gesellschaft Zigeunerinsel und bei der Fastnet, muss man mal ehrlich sagen, ist ein bisschen das Problem, entweder man hasst es oder man liebt es, oder? Ja, ist richtig. Ist das ein Problem für dich oder bist du da entspannt? Nee, überhaupt nicht. Also ich liebe es und schwäche nicht dabei. Deswegen, bei mir hat es eigentlich so vor fünf, sechs Jahren hat's bei mir angefangen mit der Fastnet und seither bist du dabei und nicht mehr losgelassen. Wie hat es denn angefangen? Wie kommt man denn dazu? Also bei mir war es damals so, ich habe Musik gemacht in einem Autohaus, so ganz normal Tag der offenen Tür. Hast gesungen? Und habe gesungen, genau. Und dann kam damals Faschingsclub zu mir her und hat mich dann gefragt, ob ich nicht Faschingsprinzessin werden möchte. Ja, für mich war das, wie wenn du fragst, ein Elefant, ob er eine Gazelle werden möchte. Also für mich Prinzessin, das ist, ja, kann sich keiner vorstellen. Ich habe mir gesagt, okay, ich war mitten im Studium und gesagt, wenn nicht jetzt, wann dann? Versuch mal. Und wie gesagt, das hat mich dann so gegriffen und seither bin ich dann dabei. Und wenn du sagst, ich hab's nicht losgelassen, was ist denn das, was für dich die größte Faszination ausmacht an der Fastnet? Es ist so wie eine Familie von November bis eben Aschenmittwoch und das ist auch das Schöne dran. Also es ist was ganz anderes zum Alltag und ja. Für viele ist ja Fastnet eigentlich nur Altweiber-Fastnacht Donnerstag bis Aschermittwoch. Genau. Ihr seid aber seit November schon dabei. Genau. Ich finde dafür, dass du seit November schon am Feiern bist, siehst du sehr gut aus. Vielen Dank. Ich bin auch gestern früh ins Bett. Super. Und du hast es angesprochen, du warst Prinzessin, beziehungsweise bei der Gesellschaft Zigeunerinsel nennt man das Baronin, Baroness. Ja. Baroness. Mhm. Da sprechen wir gleich noch drüber. Wir haben da auch mal ein Bild vorbereitet. Ich weiß gar nicht, ob man das schon im Hintergrund sieht. Wenn nicht, sehen Sie es gleich. Vorher schalten wir meinen ersten Beitrag. Wir waren nämlich bei den Kinder- und Jugendbuchwochen hier in Stuttgart und da nehmen wir Sie jetzt mit hin. Dieses große, flauschige Wesen ist der Star bei den Kindern und eines der Highlights auf den diesjährigen Kinder- und Jugendbuchwochen. Der Gryffalo. Das Buch über das Ungeheuer feiert in diesem Jahr nämlich sein 20-jähriges Jubiläum. Ja, und da lässt es sich der Gryffalo nicht nehmen, mal höchstpersönlich vorbeizuschauen. Die Kinder- und Jugendbuchwochen sind die größte regionale Buchausstellung und durch ihr zweigleisiges Konzept sehr erfolgreich. Einmal Bücher satt, 4000 Bücher, die wir hier ausstellen, begleitet von einem umfangreichen Rahmenprogramm. Wir haben im Raum Stuttgart über 100 Veranstaltungen in den 13 Tagen. Bereits zum 13. Mal gibt es die Kinder- und Jugendbuchwochen hier in Stuttgart. Jedes Jahr kommen so um die 20.000 Besucher. Und dabei gibt es ein vordergründiges Ziel. Ziel ist Leseförderung, ganz klar. Leseförderung, ganz aktiv hier betrieben. Nicht nur, dass man sich die Bücher aktiv angucken kann, sondern auch, dass wir von Montag bis Freitag bis zu 6 Lesungen hier im Haus durchführen für ab Kindergartenalter, ab 3 Jahren bis ins jugendliche Alter. Und der zweite Punkt ist natürlich Marketing fürs Buch. Wir sind der Börsenverein des deutschen Buchhandels, vertreten also Verlage und Buchhändler in der Region und Bücher sollen auch gekauft werden, klar. Noch bis zum 24. Februar, also jetzt bis zum Sonntag, haben Sie noch die Möglichkeit, mit Ihrer Familie die Kinder- und Jugendbuchwochen zu besuchen. So, Tina, jetzt Butter bei die Fische. Du hast zu Hause ein Bild abgehängt. Ja. Dein Mann kriegt jetzt einen Schock. Ja, wahrscheinlich, wenn er heute nach Hause kommt. Was ist los? Sie hat die Bude ausgeräumt. Er hat ein Bild mit. Das ist ein Anfang. Ja, okay. Nein, es ist alles gut. Man sieht hier dich und Jens, das ist dein Mann. Genau, richtig. Als Baronpaar der Gesellschaft Zigeunerinsel. Genau, richtig. Das hast du mal angesprochen. Ja. Da seid ihr quasi so, ihr repräsentiert dann eine Saison lang die Fastnet. Genau. Genau. Und man muss ja sagen, dein jetziger Mann hat dir damals auf der Fastnet bei der Prunkfestsitzung von der Zigeunerinsel den Heiratsantrag gemacht. Ja, gell? Richtig, richtig. Wie ja. war das? Ja, total aufregend natürlich. Also jeder, der mich kennt, das also bei solchen Situationen, dann weiß ich nicht so richtig, was du machen sollst. Und ich habe es schon so, was heißt geahnt jetzt nicht. Also er war schon so total komisch und gedruckst die ganze Zeit und wo dann dieser
riesige Blumenstrauß kam, da dachte ich mir, oh, was macht er denn jetzt? Ich sagte, das war schon super, also war echt schön. Das heißt, eure Ehe ist einfach auch durch die Fastnet geprägt. Das heißt, man kann die Liebe seines Lebens auf der Fastnet finden. Ja, das kann man. Und dann heiraten. Ne? Und dann genau. Aktiv weiter dabei und aktiv bleiben, weiter, ja? Dabei bleiben, ja. Wenn jetzt hier irgendjemand zuguckt, der sagt, ich möchte auch unbedingt mal Baroness werden. Ja. Kannst du einen Tipp? Ja, dann kommt es zu uns. Kann man sich einfach bewerben? Ja, klar. Dann meldet man sich einfach bei der Zigeunerin und sagt, ich möchte sowas auch mal machen. Und man muss einfach nur den Spaß dazu haben. Alles andere kommt von alleine. Also man muss jetzt nichts irgendwie Spezielles können. Klar, bei der Zigeunerin ist es dann schon so, da singt dann hauptsächlich das Baronenpaar. Aber muss jetzt nicht unbedingt sein. Also wir haben auch ein Baronenpaar gehabt, das nicht gesungen hat. Dann genau. Also einfach Spaß an der Sache haben. Genau. Spaß nicht präsentieren. Richtig, genau. Und für Stimmung in Stuttgart sorgen. Genau. Kann man das so zusammenfassen? So kann man das zusammenfassen. Sehr schön. Wir sind gleich wieder da. Liebe Tina, wir haben ja eine Kunst- und Kultursendung hier am Start. Ne? Und ich habe mich gefragt, findest du, die Fastnet ist Kultur? Ja, schon. Gibt es ja schon Ewigkeiten. Und ich finde auch, dass bei der Fastnet auch Werte vermittelt werden, die schon kulturell sind. Die nichts mit dem Trinken zu tun haben. Ja, also ich meine, du weißt es ja selber, ne? Also wenn du Freitag bis Sonntag unterwegs bist und gibst dir da jeden Tag die Kanne, das machst du nicht lange mit. Also das funktioniert nicht ganz. Aber das ist ja spannend. Was für Werte werden in der Fastnet vermittelt? Jetzt kommt die Frage. Na klar, logisch. Hast du schon überlegt, kannst du es rausschneiden? Nein. Das ist spontan. Was? Also auf jeden Fall Gemeinschaft, Respekt untereinander und vor allem halt auch das Miteinander. Mhm. Also da ist total egal, woher du kommst, was du machst. Es sind im Prinzip alle gleich. Jeder feiert gemeinsam, jeder ist abends gemeinsam auf Veranstaltungen und hat einfach nur Spaß. Und wir haben ja schon vorhin mal kurz gesehen, du bist ja als Sängerin in der Fastnet, ja. Fasching Karneval unterwegs. Fasching Fastnet Karneval. Und wir schalten jetzt gleich in meinen nächsten Beitrag und ich würde gerne galant überleiten, weil der hat auch was mit Singen zu tun. Wenn du jetzt für uns einfach was trällerst, ja, und dann schalten wir rüber. Dann gehen wir gemütlich in den Beitrag. Ja, dann trällen wir ein. It's a heartache, nothing but a heartache. It's you and it's too late. It's you and you're down. Und ab geht's in den Beitrag. Es geht los. Oh Gott, der strenge Chorleiter. Wir müssen jetzt in Reihe und Glied. Der ist streng, gell? Es geht. Es geht. Ein bisschen muss sein, sonst wird's nichts. Okay. Es wird auch so nichts, aber gut. Ich verrate Ihnen jetzt mal ein Geheimnis aus meiner Kindheit. Immer wenn ich gesungen habe, hat meine Mutter gesagt, Kind, hör auf, die Milch wird sauer. Am Ende des Beitrags können Sie ja mal in Ihren Kühlschrank gucken und schauen, ob die Milch wirklich sauer geworden ist. Weil wir sind heute im Stadtpalais, hier findet ein offener Chor statt. Hier kann einfach jeder hingehen und mitsingen und wir werden das auch tun und fühlen Sie sich frei mitzusingen. Ich bin das erste Mal da, was muss ich machen? Aus jedem Stapel einen Noten nehmen. Okay, super. Was mache ich, wenn ich keine Noten lesen kann? Dann einfach mitsingen. Sehr gut. Du liebes Lieschen, Freitagabend, ich habe gedacht, wir haben hier Spaß und jetzt haben wir hier ungefähr 35 Blätter Noten. Na, schauen wir mal. Hanna, ich habe eine Frage. Es ist Freitagabend. Wieso tut man sich das an? Es ist ein total guter Start ins Wochenende und bringt dann total runter, macht den Kopf frei und ist entspannt. Und was singst du? Alt, Sopran? Alt. Ja, natürlich. Ganz klar alt. Woher weiß man das, was man singen muss? Wenn man nicht hochkommt. Ich komme einfach nicht hoch genug, dann bleibe ich beim Alt. Das ist ein guter Plan. Wenn man nicht hochkommt, bleibe einfach unten. Bei den besten Schütteln meinst du den Kopf nicht ganz zu Unrecht, können wir da mal kurz reinhören. Jetzt müssen gerade die üben, die es nicht so gut können. Dazu gehöre ich natürlich nicht, deswegen habe ich Pause. Haben wir jetzt gesungen.
Singen macht durstig, deswegen gibt es jetzt hier gerade eine kleine Pause und ich gehe mal los und schnapp mir den Chorleiter und ein paar, die mit mir gesungen haben. Ja, und das ist der Mann, der für alles verantwortlich ist, Arndt Pohlmann. Sie sind ja der Chorleiter. Ich bin beeindruckt von der Qualität. Sind das alles Profis? Na, natürlich nicht. Das sind Leute, die einfach Spaß haben am Singen. Und es haben halt auch viele geübte Sänger Spaß am Singen. Und die kommen dann halt und heben natürlich das Niveau. Aber wir schicken niemanden weg. Jeder kann mitmachen und sie auch reinfinden mit der Stimme erst. Irgendwann war die Situation, wo alle durcheinander gelaufen sind und trotzdem weiter gesungen haben. Was hat das für einen Zweck? Na, normalerweise steht ja jeder in seiner Stimme und hört auch nur die eigene Stimme um sich herum. Und der Sinn ist, dass man eben mehr Selbstständigkeit bekommt, dadurch, dass man erstens den anderen auch zuhört, dass man sich also auch mit dem Klang in den Klang hineinfügt vom Gesamtchor. Also die Außenwirkung auch, die man dann als Sänger auch mal erleben kann, so wie es das Publikum dann hört. Ich bin das erste Mal da und ich bin total beeindruckt. Das klingt wahnsinnig toll. Was macht's mit dir, dieser Chor, am Freitagabend? Es ist auf jeden Fall eine perfekte Freitagabendbeschäftigung, weil man hat einen Plan. Und danach kann man noch was trinken und es ist so ungezwungen und deshalb macht es halt Spaß. Wieso trinkst du Bier beim Singen? Ja, das lockert natürlich die Stimme und ist ja ein geselliges Zusammenleben hier. Also von daher ist jetzt nicht so eine steifstockschwere Angelegenheit, da kann man ruhig auch mal ein bisschen locker ein Bier trinken. Ja, die Pause ist vorbei, es geht schon wieder weiter und ich kann Ihnen nur empfehlen, kommen Sie hier vorbei. Es ist ein tolles Erlebnis und ich hoffe, Ihre Milch ist nicht allzu sauer geworden. Wenn ja, wird es jetzt noch ein bisschen saurer. Ja, in diesem Sinne, Prost, liebe Dina. Schauen wir mal, ob es sauer ist, ne? Nee, ist gut. Ich finde auch gut. Ist gut. Hast gut gesungen. Und du hast gut mit mir gesprochen. Vielen Dank für die Zeit und für das Interview. Ich weiß, du bist echt im Stress momentan, deswegen freut mich das umso mehr. Und meine Sendung endet immer mit einem Veranstaltungstipp und du darfst jetzt mal sagen, in die Kamera bitte. Gerne. Wo man hingehen sollte. 23.02. ab in die Liederhalle hier hinter uns und zur Prunkfestsitzung der Gesellschaft Zigeunerinsel. Wir freuen uns auf euch. Und falls Sie keine Zeit haben, dann gucken Sie es einfach einen Tag später bei Regio TV an, weil wir sind bei dem Event dabei, berichten und machen dann eine coole Geschichte. Und ich finde das irgendwie ganz cool, in meiner Sendung Milch zu trinken. Ja, ist schon was anderes, ne? Gesund. Holen Sie sich ein Glas Milch und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Tschüss. Ciao.